So. Dann nochmal kurz etwas erkunden hier. Hier ist, glaube ich, nichts mehr gewesen, aber trotzdem, weil ich es kann, tue und mache. Dann können wir sicher an die Kiste ran. Kiste? Ich will nochmal an die Kiste. Schade. Okay, wir kommen nicht mal an die Kiste ran. Na dann, auf zurück zur Stadt. Tada! Super, da haben wir das auch geschafft. Das ist ja wunderbrächtig. Ich würde mal interessieren, wenn ich die Katze jetzt in die Stadt schicke, ne? Ach, es geht gar nicht, okay. Dann nehme ich mal kurz alles wieder. So, klack, 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 klack. Dann kommen wir nämlich mal hier direkt bei ihm hier. Willkommen. Klack, 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 klack. Verkauf 32, Verkauf 4 und... Warte, den muss ich mal angucken. Den muss ich mal angucken. Schlachtenbrecher. Zaubertempo, gefundene Goldmenge und 2 erhöht. Verbesserte Waffe, tötet 20 Goblins für diese Verbesserung. Ah, okay. Für diese Verbesserung, so rum. Ja. So viel dazu. Und ansonsten war's das auch schon. Nein, ich will noch nicht zurück. Haben wir denn hier im Lager eigentlich jetzt noch was? Achso, ja, wir auch noch. Genau, dann könnte ich eigentlich mal diese da reinpacken mit. Hier haben wir noch eine Hose. Okay, was haben wir hier in dem Lager? Habe ich da noch was drin liegen? Nee, habe ich nicht. Okay. Darf ich helfen? Du hast Amulette, aber die bringen mir nicht viel. Was ist das denn? Eispanzer? Giftpanzer, Rüstungspanzer gibt es nicht, gell? Nee. Schade, schade. Dynamit brauche ich auch nicht. Wir können es ja mal probieren. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Wir können ja mal probieren, ob wir jetzt eventuell durchkommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Dann schauen wir. Lalalala. Salzöde überlevelt 29,30. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall gleich loslegen und sofort alles draufklöpsen hier, was wir finden. Ah, super, der ist hier oben gleich. Das ist gut. Komm her, diesmal jetzt nicht mehr schlupfen. Alter, wie heftig das Vieh ist. Okay. Na komm, leck. Na geht doch. Schon wieder fast tot. Wie ewig mich das Vieh jetzt hier aufgehalten hat. Boah, krass. Vielleicht ist die Ebene gar nicht so schlimm und sagt wirklich nur an dem Vieh jetzt gerade am Anfang hier. Ich kann es nicht sagen, aber wenn ich mir schon sehe, wie lange die durchhalten, dann kann ich mir vorstellen, dass die Ebene doch schlimm ist. Wow. Wow. Das ist eine Sandratte. Das scheint sowas wie Mist hier beim letzten Level zu sein. Ich habe nicht genug Mann. Aber wir leveln hier, glaube ich, sehr gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe genug Mann. Ich brauche mehr Mana. Ich kann das nicht sagen. Ich guck mal ganz kurz. 4, 2, 3, 6, 363 und jetzt immer noch dran. Ich glaube, wir müssen das Ratten das selber kaputt machen. Ich glaube, die Landratten geben nichts. Alter, da gibt's was. 363 haben wir. Und jetzt haben wir. Okay, 5000. Wir machen mal 5300. Ich glaube, dann erfahre ich besser, wie ich vorankomme. Okay. Ihr seid hinüber.
In der Stadt beleben, jawohl. 5300 immer noch, also haben nichts gekillt. Ja, sorry, dass ich gerade mich töten lassen habe, aber ich muss gerade mal gucken, wie gut wir jetzt leveln hier. Das würde mich echt mal interessieren. Das leere Viertel. Ach, das war mal Stadt hier wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass das hier vielleicht mal Stadt war und dass das jetzt nicht mehr Stadt ist, weil... Alter, wie krass. Ihr seid tot. Nein. Ich muss mir was Besseres einfallen lassen. Ich muss den Kobold auf jeden Fall vorschicken und dann muss ich mich... Ach, ich habe auch noch den Jump, gell? Den habe ich ja wieder geskillt gehabt, weil ich wegrenne, damit ich schneller wegrennen kann. Okay, muss ich mir merken. Ich war jetzt noch auf der alten Kopf, wie dass ich den Jump nicht habe. Okay, gut. Bam. Bam, bam. So, wollen wir mal hier rauchen. Okay, heilen, Kobold. Super, okay, das lief hier super besser. Wenn man ein bisschen mit Taktik vorgeht, dann geht das eigentlich, aber Taktik ist so langweilig. Also wie schnell wir jetzt leveln auf einmal, krass. Wird sicherlich nicht lange dauern, bis wir hier ein Level aufsteigen jetzt. Und Geld gemacht haben wir ja schon ganz gut, von daher. Passt das? Okay, da muss ich aufpassen, dass das Feuer mich nicht erwischt. Ja, voll geil, okay. Das war jetzt das Beste ever, was ich hätte machen können. Das war auch mal schnell, aber das haben sie auch wahrscheinlich aufgegeben, weil das nicht zu verteidigen war. Verwundet. Okay, das lief auch nicht schlecht. Gibt da noch einer? Nö. Okay, super. Datenschützling ausgeschaltet. Ich fände es schön, wenn man Akku teilen könnte. Aber das geht, glaube ich, nicht. So. Was haben wir hier eigentlich? Es hat nur komisch geleuchtet. Okay, es war nichts. Was haben wir denn hier noch? So, zeige mal her. Oh, Gold. Diese komische Ratten hier. Wenn sowas wenigstens Erfahrungspunkte geben würde, ne? Aber nee, tut's nicht. Ich brauche mehr Mana. So. Mehr Mana. Gib mal her das Schmuckstück. So. Dann angeln wir hier mal, während unsere Viecher sich um die Viecher da kümmern und die Viecher um die Viecher kümmern. Unsere liebe Haustatze. 15 TP, was ist denn TP? Das heißt doch Ruhmpunkte, oder? Nicht. Ah, das war zu früh. Kampfmaul gefangen. Bestienkontrollanhänger gefangen. Interessant. Unsere Katze ruht sich ein bisschen aus. Hat es aber auch verdient, also von daher. Krabbenei. Na gut. Da hinten ist eine Truhe, die nehmen wir natürlich auch mit. Es ist echt interessant. Ich dachte, das ist jetzt hier vielleicht das Kriegsgebiet, aber es ist einfach nur der verlassene Teil der Stadt, der nicht gehalten werden konnte wahrscheinlich. Oh.
Einer von der Sorte wieder. Aua, aua, was machst du da? Gar nicht gesehen, den verdorrten Krieger. Nicht schon wieder so ein Boss. Ach nee. Der war mega ätzend gerade. Ja, das war klar. Ich habe gerade versucht, noch zu heilen, aber es ging nicht. Ist aber nicht so schlimm, weil ich wollte sowieso in der Stadt verkaufen demnächst wieder. Das nehme ich jetzt als Ausrede dafür, dass ich schon wieder gestorben bin. Zurückstoßenresistenz. Körperschaden zurückgeworfen. Kann weg. 32 Eispanzer. Der kann der Level 21 für Elektroring mal weg hier. Genau, der kann weg. Und dafür kommt der hier rein. Das ist nämlich besser. Was haben wir denn hier bekommen? Bestien-Kontrollanhänger. Körperpanzer. Legen wir mal da rein. Leinenmütze Glück bringen. Verzauberter Helm. Glück bei Magie finden. Ja, nee. Körperschaden zurückgeworfen. Ja, nee. Kettenhose 23 erfordert Stufe 26. Nee. Und was haben wir hier? Halbkanone wild. Zweihändig. Nope. So, super. Dann können wir sogar fast nochmal verzaubern. Oder wir können sogar verzaubern. Und zwar am besten den Ring, den wir bekommen haben. Genau der hier. Das Glück ist auf eurer Seite. Erhöht jeden Giftschaden. Okay. Was haben wir hier noch? Können wir den nochmal? Genau, den können wir auch nochmal. Das Glück ist mit euch. Erhöht jeden Eisschaden um 5%. Wie sieht es bei uns jetzt aus im Winter? Wir haben mega Feuerpanzer, wir haben Eispanzer, wir haben wenig. Ich hätte gern 50 weniger Feuerpanzer und dafür 50 weniger mehr Körperpanzer. Da müssen wir mal ganz kurz schauen. Ja, diese Dinger hier geben halt alle nur sowas. Das ist zwar nicht schlecht, wenn man sich das aufteilt, aber ich hätte gern mehr Körperpanzer. Kann gucken, ob der vielleicht noch was anbietet. Einen Ring mit Ringe bietet er, glaube ich, gar nicht an, gell? Genau. Bietest du eventuell... Plus 8 auf Rüstung gegen Körperschaden und 16, also auf jeden Fall 5 mehr. Sehen noch echt gut aus. Oder hier 110 Gesundheit, aber 15, 16... Und zwei leere Sockel. Etherior. Haben wir nicht Etherior? Zeremonielle. Etherior. Und das ist normale Etherior, oder wie? Moment, wo war das gerade? Genau, das ist was anderes. Das ist kein Set-Gegenstand. Ach so, okay. Ja, es gibt halt... Ich hätte halt echt gerne mehr... Boah, die geben natürlich viel. Unsere Angelegte hat 30 Körperschaden. Moment... Dann könnte ich theoretisch eigentlich mal unsere Sockel da entfernen. Warte, guck mal ganz kurz. Dann entferne ich mal den Sockel und guck vorher aber, was wir
Gesundheit, Elektrizitätsschaden, Elektrizitätsschaden, Elektropanzer, Schmuckstück, Eispanzer, Eisschaden. Körperschaden, erlittener Schaden wird um 3% verringert. Einzigartiger Rissflutstein. Da könnte man ja sagen, wir nehmen den Moment zerstören Edelsteine, genau. Hat er beide weggemacht jetzt? Hat beide weggemacht. Okay, gut, dann nehmen wir den. Dann gehen wir mal kurz nochmal rein bei uns. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Elektro-Panzer nochmal. Dann nehmen wir uns den Elektro-Panzer und tun den Elektro-Panzer nochmal drauf. Blams. Super, genau. Dann haben wir mich jetzt mehr Schadensverringerung bei Dingen. Ist doch toll, oder? Schadensverringerung bei Dingen ist immer super. Das leere Viertel. Hier waren wir schon. Wir müssen jetzt hier lang. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt ein bisschen besser vorankommen. Würdest du bitte... Ihr seid tot. Wow. Also ich glaube, wir müssen noch ein bisschen farmen. Da werde ich jetzt mal gucken, dass ich vielleicht... Da muss ich mir mal was überlegen, wie ich das mache mit dem Farmen. Denn, das wird heftig mit dem Farmen. Da werde ich wahrscheinlich am Mittwoch eine richtig krasse Farmrunde machen. Dass wir am Mittwoch da ordentlich mal richtig farmen... Also am Mittwoch habe ich frei, das heißt, ich nehme am Mittwoch auf, dass ich lange Folgen raushaue. Ich würde mich an der Stelle erstmal verabschieden, dass ich mir einen Kopf machen kann jetzt, weil so geht das jetzt nicht weiter und ich würde sich einfach wieder losrennen zum Farmen. Deswegen möchte mir einen Kopf machen, wie ich das tue. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt ja vielleicht in den Kommentaren schreiben, wollt ihr sehen, dass ich offline farme oder soll ich lieber offline machen, bla bla bla. Und bis dahin würde ich sagen, adios amigos und bis zum nächsten Mal. Adios.